Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von mir, Dracos Games, und wieder zurück mit Planet Base. Diesmal funktioniert es hoffentlich auch. Ich wünsche mir persönlich eigentlich nichts mehr, dass es wirklich mal funktioniert, weil ich hätte gern wieder eine einzige Folge, die halbwegs normal ist und die nicht von Lags oder irgendwelchen Aufnahmeproblemen oder irgendeinem eigenartigen Problem verhindert wird. Und ich sehe gerade, wir haben 2 Verletzte und wir haben 0 Heilmittel. Gut, wie viel? Okay, gut, da arbeitet zumindest einer dran. Also gerade sind beides Arbeiter. Lass mich raten. Arbeiter und Arbeiter war irgendwie klar. So, wir hatten hier ein Handelsschiff. Oh, die bieten sogar an. Das ist sehr praktisch. Was könnten wir dafür hergeben? Okay, unser Bioplastik und Erz. Ja gut, Erz kriegen wir sowieso wieder, wenn wir damit fertig sind. Also, es sollte kein Problem sein. Also, an sich, ich finde persönlich jetzt, die Heilmittel sind wichtiger als das Erz, weil wir haben gerade ein Heilmittelproblem. Ich überlege wirklich, sollte ich da eins entfernen? Man kann ja mal schauen, wie groß das ist. Ich müsste dafür vielleicht 2 entfernen. Das ist schon eine happige Zahl, weil an sich das sind von 5 2 Tortenfleischmacher, die wegfallen. Ich glaube, ich sollte lieber ein eigenes Labor dafür bauen, aber okay. So, wir können hier nochmal eine weitere Bettlage bauen. Ich habe jetzt... Oh, doch, wir haben ja gut, wir kriegen genügend Plastik. So, und dann können wir auch schon mal weiter... Oh Gott, das war knapp. Okay, kommen wir mal weiter an... Weiter Personen aufnehmen, weiter Kolonisten aufnehmen. Und wenn es dann endlich geht, dann, naja, haben wir vielleicht endlich ein funktionierendes System, das vielleicht uns nicht tötet. Ja, ich weiß, dass es durchaus knapp ist. So, und. Nein. Okay. So, aber dazu gleich mehr nach dem Intro. So. Und zwar, ich sehe gerade, unser Lager ist unglaublich leer. Ich glaube, zum Teil auch deswegen, weil wieder keiner das Zeug wegräumen will. Ich weiß nicht warum, wir können nicht zu viele Verletzte haben. Wir haben 24 Personen auf unserer Basis. Moraltechnisch geht uns ganz gut. Ich sollte dann so eine neue Kantine bauen, weil es gibt ja noch keine wirklichen Essensprobleme. Ich meine, wir haben genügend Platz und all das. Aber naja, ja, wir brauchen dringend mehr Leute. Ja gut, das sind alle. Wir haben 3 Demoralisierte. Ich sollte vielleicht ein neues Bett bauen, ein neues Bettenlager. Da können dann jeweils eine Person pro Bett schlafen. Dann haben die auch Moralbonus. Das wäre vielleicht auch hilfreich. Ja. Strom, wie wir sehen, geht uns gut. Sind noch immer 2 Puffer drin. Die laden sich jetzt hier wieder auf wie... Ja, gleich richten sie sich aus. Gleich sie zwei riesengroß. Alter, ist so toll. Ist so toll. Also stromtechnisch geht's ganz gut. Und jetzt, da flitzt das schon mal hinauf. Bisschen noch langsam. Wie schnell geht's einfach? Eigentlich, wie schnell geht's? Okay, es ist erst gerade morgen, also. Das geht schon noch. Ich glaube, es liegt daran, dass wir nicht auf Vorspulen drücken. Ja. So. Und jetzt geht es mal wieder los mit unseren kleinen produktiven. Ein kleiner Unterschied. So, und ja gut, der ist auch gleich mit seinem Heilmittel fertig. Das werden wir jetzt auch, nein, das werden wir nicht mal brauchen. Wir haben genügend pro Person, glaube ich. So, eines fertig. Und jetzt gibt es noch einen, der kommt dann gleich wieder her und macht das schon. Und wir haben gleich sogar noch ein Heilmittel fertig. Und ja, das kann auch abgeholt werden und naja. Und wir werden dann vielleicht sogar schon das nächste fertig machen. Dann könnten wir vielleicht sogar das endlich mal einmal kontrolliert hinbekommen. Und was ist das hier eigentlich für ein... Oh, unsere große Kantine. Ich habe ganz vergessen, dass wir die hier bauen. Das ist sehr wichtig. Und unsere Kantine wird uns als Hauptplatz für, naja, unser neues hier oben entstandenes Zentrum funktionieren. So. Und ich habe schon überlegt gerade eben, was ich denn jetzt hier noch weiter machen will. Weil die ganze Zeit nur an unserer Kantine arbeiten, das geht nicht. Wir müssen irgendwas Neues machen. Und... Erstens ein neues Labor, weil ich habe mich gerade vor Edis Medi gekommen, damit wir endlich ein eigenes Arzneiherstellungszentrum machen können. Dann können wir da noch einen Retortentisch hinstellen, oder 2 sogar. Den würde ich dann da oben hinstellen. Und vor allem einen Biodome, oder wie nennt man das? Nicht Biodome, sondern ein Multidome. Ein Multidome, damit die endlich ein bisschen Moral überwinden. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob eine Bar sinnvoller wäre. Ich glaube, eine Bar wäre sogar sinnvoller, weil... Irgendwie hat man ein Multidome in meiner Singleplayer-Map gemacht, die war nicht so hilfreich. Das hat nicht wirklich das Problem gelöst. Es war eher so, ja, wir haben jetzt hier ein Sportzentrum. Wer will bitte schon Sport machen? Ganz ehrlich. Naja. Da kommt dann das Problem. Mal schauen, ist alles voll? Sind alle randvoll? Ja, sind alle ganz, ganz randvoll. Dann, und was ich dann auch noch in Auftrag geben kann, wäre dann eventuell noch einen großen Energiekern. Weil den würde ich gerne reinbauen, nachdem wir eigentlich ein ganz gutes System. Nachdem mir das ganz gut funktioniert bis jetzt, mit dem ganzen Energievollladen über Nacht, über Tag, glaube ich, sollten wir noch einen weiteren dazu bauen, nachdem wir sind 2 nur noch. Ich will nicht pingelig sein, aber ich will nicht, dass mir der Strom hier ausgeht, wenn ich weitere Gebäude baue.
Weil das oben ist. Das wird schon wieder vernachlässigt. Warum? Wir haben gar nicht mal so wenige, oder? Was bietest du mir an? Ah, Solarmodul, wie viel kostet das? Oh Gott, 580. Nein, danke, das habe ich nicht. Ein Baubot. Ein Baubot hätte ich wirklich gerne, aber der kostet auch so viel. Ah, nein, warte. Entlassen. So, dann schauen wir kurz nach wegen Landerlaubnissen, wie ich gerade nachschauen. Wir haben gar keine Kolonisten. Okay, wenn ich Kolonisten anstelle. Ich glaube, wir brauchen mehr Ingenieure, wenn schon. Und Biologen, wir haben 100 Biologen. Bitte, wir sollten genügend haben, um alles zu versorgen. Wir haben 100, das kommt, wir brauchen 4 für das hier. Eins oder wir brauchen 8 für das, 2 für das, damit haben wir die 10 und ja gut, wir brauchen noch 2 für das. Also wir bräuchten theoretisch noch 2 Biologen und noch ein paar Arbeiter vielleicht, damit wir die Mine da oben komplett in Beschlag nehmen können. Also 2 Arbeiter vielleicht noch. Und jo. Eigentlich an sich, Kantine brauchen wir zum Glück nichts. Aber ja. Wo geht der hin? Oh, ist unser Ingenieur. Okay. Ja, unsere große Kantine ist gleich fertig. Das wird ein großer Schritt sein, weil, naja, wir könnten dann vielleicht endlich mal unser Zeug fertig bekommen. Ja, aber... Oh Gott, das war schon wieder so knapp. So, irgendwie, die Luftschleuse da oben ist extrem gefährdet. Ich glaube, es wird ein neuer Katastrophenpunkt werden hier oben. Wenn wir noch weiter expandieren, so irgendwie da Energiestellen und sowas hinstellen, dann wird das hier zum Katastrophenpunkt werden. So, ja. Man hört es vielleicht, ich bin ein bisschen krank, ein bisschen verkühlt, oder keine Ahnung, meine Stimme ist ein bisschen weg. Kann man nur nach einer Woche Schule und rumgebrülle, aber ja. So, jetzt müssen wir hier irgendwie was drin reinbauen. Und zwar auf jeden Fall Essensfertiger. Ein Haufen. Weil das Problem bei meisten Kantinen ist dann, dass es zu wenig Essensfertiger gibt, wodurch zu wenig Essen gleichzeitig produziert wird und nicht alle versorgt werden können. Selbst wenn du noch mehr brauchst, naja, du kannst ja nicht wirklich alles. Einer kann gerade bis zu 5. Also wir haben jetzt bis zu 15 und einer kann bloß 4. Das heißt, stellen wir einfach mal einen Tisch hin, noch einen Tisch, können wir schon mal 8 versetzen und dann noch einen haben wir 12. Dann haben wir so circa für alles, haben wir alles fertig. Ja, können wir noch irgendwo Einzeltische hinstellen? Nein, können wir nicht. Gut, können wir irgendwo noch Essensfertige hinstellen? Nein, können wir auch nicht. Und können wir irgendwo noch Wasserspender? Ja, Wasserspender können wir immer. So, dann stellen wir 2 Wasserspender, weil die sind immer sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, soll ich da noch einen? Ich stelle da noch einen hin und da noch einen. Hier kommt eine dekorative Pflanze hin. Hier haben wir eine dekorative... Ich weiß, es zieht gerade mein ganzes Bioplastik auf, aber das ist es mir auch wert für sowas. Weil, naja, das brauchen wir einfach. Das wird einfach ein wichtiger Rohstoff werden hier oben und das ist einfach wichtig. Das darf man nicht unterschätzen. Ich weiß, viele würden vielleicht sagen, konzentriere dich mehr auf andere Sachen, konzentriere dich nicht so sehr auf deine Kantine oder so, aber es ist einfach wirklich wichtig. Oh, wir haben noch keine wirklichen Hungerprobleme, aber ich habe jetzt vor, dann wieder mit dem neuen Zimmer, werde ich vor, jetzt noch mehr Leute reinzulassen. Und desto mehr Leute drin sind, desto mehr Hunger, desto mehr Essen brauchen wir auch. Und es geht nicht einfach, dass wir nur hier unten Essen produzieren für 26 Leute. Nur 6... Oh doch, 6 Sitzplätze nur. Für 26. Das ist wenig. Viel zu wenig. Ich wundere mich gerade, wie wir das überhaupt durchgestanden haben bis jetzt. Ich meine, klar, es essen nicht alle gleichzeitig, aber trotzdem, wir schaffen das einfach nicht. Das ist einfach eine Zumutung. Und deswegen brauchen wir eine zweite Kantine. Ich meine, ganz ehrlich, das ist jetzt für 12 Leute gleichzeitig Sitzplatz. Wir haben 26. Das wird für die Hälfte von denen sogar schon reichen. Und mehr verlangen wir, ehrlich gesagt, nicht von ihnen. Mehr brauche ich nicht. Und, oh Gott, der hat so viel. Der hat zu viel auf sein Schiff, das ich gerne haben würde, aber... Das muss leider gehen. Ich weiß, ich bin vielleicht wieder ein bisschen leiser, ein bisschen nicht überfunktioniert, aber ja, es ist... Das ist echt verwunderlich. Ich frage mich gerade wirklich, wie kann das eigentlich gehen? Ich meine, 26 in nur 6 Sitzplätzen. 26 in nur 6 Sitzplätzen, das ist viel zu wenig. Ist gut, das war wirklich wichtig langsam. Ich weiß, an sich würde ich gerne hier noch eine Verbindung machen. Ich will so nicht überfordern, das ganze Spiel, weil es hat jetzt eh gerade schon viel zu tun. Aber an sich würde ich das gerne machen, damit das jetzt im Knotenpunkt wird. Ja, lass mal machen. So, und dann gehen wir schon mal das nächste in Auftrag, und zwar ein Labor. Ich weiß nicht, ob ein großes Labor sich auszahlt. Ich glaube schon. Warum das ein großes Labor machen? Und, jetzt ist das Wichtige. Und jetzt kommt die Bar hin, die wird natürlich auch groß werden. Und die kommt... hier direkt verbunden hin. So, diese zwei Gebäude sind jetzt erstmal wichtig. Die werden jetzt mal gebaut werden. Und um die können wir uns dann später noch kümmern. Die werden, glaube ich, sogar in der Reihenfolge gebaut, in der du sie in Auftrag gegeben hast. Das heißt, es wird jetzt zuerst hier gebaut und dann hier gebaut. Und dann gehen die wieder weg. Und ja, daher glaube ich sogar, dass es eine ziemlich gute Aufstellung ist. Weil, naja, das wird schon irgendwie so passen. Das passt schon so. Und vor allem auch, ja, ich glaube, das war's ganz gut bis jetzt.
Ich habe hier vorgespielt die ganze Zeit. So, ja. Ich bin ein bisschen verwundert, dass es so langsam vorangeht, aber ich glaube, ich könnte sogar schon langsam wieder mehr Leute aufnehmen, weil ich glaube, das sollte jetzt gehen. Wir brauchen Kolonisten. Nur nicht der. Und eigentlich auch nicht so gerne Wachen. Ich hätte gerne noch einmal circa 50% in das und sagen wir 50% nehmen. Sagen wir 40% in den und 10% im Wachen, weil mir ist langsam aufgefallen, wir werden Wachen brauchen einfach. Es werden immer mehr. Desto größer die Station wird, desto größer ist die Gefahr, dass irgendwann mal Kriminelle in unsere Basis reinkommen wollen und uns das übernehmen wollen. Und ich will einfach nicht, dass das passiert. Und deswegen müssen wir das jetzt einfach machen. Wir müssen jetzt schon beginnen damit. Und ich glaube, ich habe letztes Mal sogar erwähnt von der Idee, dass ich hier diesen Energiegenerator hinbaue. Für den Fall, dass da unten die Verbindung gekappt wird und dass da unten oben ohne Strom ist. Ist keine schlechte Idee, glaube ich, mache ich jetzt sogar. Ich glaube zwar nicht, dass es theoretisch in der Lage ist, das alles zu versorgen, weil es einfach so ein Riesenstationteil ist. Ich glaube nicht, dass es diese eine da alles... Wo? Ja gut, unser Windrad und unser Energiegenerator, das ist ein bisschen blöd. Aber es geht schon. Ja, da waren gerade nicht so viele anscheinend in unserer Basis. Komm raus. Bin schon vorbei. Ja, da ist er. So, haben wir eine Wache. Eine Wache, das ist schön, weil dann kann ich das nämlich jetzt hier auch schon bauen. Und zwar ein Sicherheitskontrollzentrum. Das platziere ich mir jetzt einfach mal hier. Hier werden also die Wachen hinsetzen können und das zu überprüfen, wer die Feinde ist, wer nicht, ob irgendwo Kriminelle sind. Und man sieht schon, unsere neue Kantine ist beinahe schon fertig. Zwar ein bisschen groß wie die und es sind gerade wenig Leute da, aber nur noch zwei Räume und das war's schon. Die Essensgeneratoren sind sogar schon immer voll gefüllt worden. Also an sich ist für alle was da. Und ja, läuft ganz gut bis jetzt. Die sind jetzt wenigstens nicht mehr alle, werden jetzt wenigstens auch alle anständig gewartet. Wie sieht's mit denen da aus? Die sehen, glaube ich, auch ganz gut. Also sehen jetzt nicht außerordentlich schlecht aus. Nein, sieht ganz gut aus. Bin ich sehr glücklich drüber, aber es nähert sich sogar langsam schon wieder dem Ende. Ich will es, wenn ich sag's immer, ich bin ein bisschen früh und ich mache da noch ein bisschen was und dann überziehe ich meistens, aber das ist einfach deswegen, weil ich mag es nicht, wenn ich jetzt wieder viel zu lange damit rede und dann nichts mache. Und wir haben noch immer zu wenig Arzneimittel, das stört mich langsam. Es gibt halt gerade wirklich kein Bioplastik. Wir haben 8 von den Stärke und ich glaube, die arbeiten da auch regelmäßig dran weiter, aber wir haben einfach wirklich zu wenig Bioplastik. Und wo sind unsere Arbeit eigentlich die ganze Zeit? Das ist nicht mal mehr drin. Ich stelle mal diese Mine auf Priorität nochmal kurz, weil ich hätte gerne, dass meine Arbeiter wieder ein bisschen in die Mine gehen. Wir brauchen auch neues Metall für dieses Projekt da und... Seid ihr echt da oben rausgegangen, nur um da runter zu rennen? Das ist ein bisschen eigenartig. Nichts gegen euch und eure Logik, aber okay, ihr geht da oben raus, nur um da runter zu wandern. Soll es so sein. Gut, nee, weil dann arbeiten da 3 Observatoren weiter, dann bekommen die da was raus und ich glaube, da arbeiten auch regelmäßig ein paar Mal wieder einer, aber ja, gut. Ich weiß, das war jetzt gerade ein bisschen genuschelt, ein bisschen, aber es geht schon. Da oben arbeitet jetzt nämlich auch einer und dann bekommen wir die Eisen, da unten Eisen, das Eisen können wir da rübertragen und dann vielleicht auch mal fertig bekommen. Ich weiß nicht, wie es, oh nein. Okay, wo ist das? Alarmstufe gelbe, der fährt zurück in die Basis und ich glaube... Das sollte auch gehen schon, aber jetzt, ich weiß nicht, haben wir die Ärzte da um... Da ist Bioplastik, wäre schön, wenn das einer da reintragen könnte, dann hätten wir wenigstens wieder 8. Also mich... Achso, okay, wir haben jetzt da drüben Bioplastik und da drüben Metall. Okay. Von mir aus, soll so sein. Aber ja. Gut, wir haben hier noch die Verbindung, da brauchen wir dann noch 4, 6 und... Ja, 10, 11 Metall brauchen wir für diese... ganzen Bauprojekte, die wir gerade in Aktion haben. Und wenn diese Bauprojekte vorbei sind, dann wir sehen schon. Und ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch, von unserer kleinen Planet Base Basis, Mars-ähnlich Planet, blablabla. Wenn es euch gefallen hat, bitte ein Favo da lassen. Stört mich nicht, stört euch wahrscheinlich auch noch nicht so wirklich. Abonnieren, wenn es euch gefallen hat, wenn euch meine Videos im Allgemeinen gefallen. Ich schwöre, es wird mehr kommen mit Weihnachten, mit Weihnachtsferien. Werde ich auf jeden Fall noch viel, viel mehr produzieren und auch viele größere Projekte. Ich habe schon viele gute Ideen eigentlich. Habe bis jetzt keine Zeit gehabt, sie wirklich umzusetzen. Und damit verabschiede ich mich dann eigentlich von euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und man sieht sich dann beim nächsten Mal bei Planet Base.